Am Mittwochvormittag hat der Südtiroler Landtag den von der Landesregierung vorgelegten Gesetzentwurf zum Nachtragshaushalt 2024 mit 18 Ja, 10 Nein und 5 Enthaltungen genehmigt. Insgesamt wächst der Landeshaushalt im laufenden Jahr damit auf mehr als 8,3 Milliarden Euro an. Ein Jahr gab es auch für die beiden weiteren von der Landesregierung vorgelegten Gesetzentwürfe, die die Rechnungslegung 2023 betreffen. Im Rahmen der Behandlung von Rechnungslegung und Nachtragshaushalt hat die Landesregierung auf 5 sogenannte Tagesordnungen Beschlussanträge zu den Gesetzen ganz oder zum Teil angenommen. 2 davon waren von den Grünen gekommen, eine befasste sich mit der Bereitstellung von jährlich 500.000 Euro für Kunst am Bau bei öffentlichen Projekten, eine mit der Kostenerstattung für transplantierte Patientinnen und Patienten. 2 weitere der angenommenen Tagesordnungen stammen vom Team K. In einer wurde die Aufhebung der Altersbeschränkung für die Studienbeihilfen gefordert, in einer ein Beitrag für den alljährlichen Ankauf eines Zweitpaares orthopädischer Schuhe für Personen mit orthopädisch-neurologischen Fußpathologien. Die 5. angenommene Tagesordnung war von der Südtiroler Freiheit vorgelegt worden und zielt auf Präventionsmaßnahmen zur Arbeitssicherheit und eine Verbreitung der Sicherheitskultur bei Betrieben und Schulen in allen Berufssparten ab. Genehmigt wurde vom Plenum mit 31 Ja und 2 Enthaltungen zudem ein Gesetzentwurf zur Änderung des Wahlgesetzes, der von der SVP vorgelegt worden war. Damit wird die bisherige Bestimmung gestrichen, wonach bei Personen, die sich als Partei in einem zivil- oder verwaltungsrechtlichen Rechtsstreit mit der Region oder mit den Provinzen Bozen und Trient befinden, eine Unvereinbarkeit mit dem Mandat einer Landtagsabgeordneten vorliegt. Breite Zustimmung fand der Grundgedanke, dass auch eine Landtagsabgeordnete, ein Landtagsabgeordneter das Recht hat, sich vor Gericht zu verteidigen.